Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Kirby's Dream Buffet. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Pojo! Und herzlich willkommen zu einem neuen Kirby-Video. Heute nicht Kirby und das vergessene Land, sondern Kirby's Dream Buffet. Ein Multiplayer-Rennspiel könnte man jetzt so gesehen sagen. Bin aber heute ehrlich gesagt solo, weil meine Kollegen das Spiel noch nicht haben. Weiß nicht, ob sie es sich überhaupt holen. Wenn, wird es wahrscheinlich eher eine lokale Aufnahme mit Kollegen. Also freut euch darauf, dass ich versuche, das Honey eventuell dazu zu holen. Ich weiß nämlich jetzt schon, dass ich das Spiel durchspielen will. Ich sagte ja schon, dass es ein Rennspiel ist. Wir haben gleich so einen Parcours vor uns, da müssen wir durchrollen und so viel auf dem Weg naschen wie möglich. Das ist unser Ziel. So, dann ist das schon erklärt. Das ist halt das Hauptmenü, was wir hier gerade vor uns haben. Ich kann mir hier auch verschiedene Kirby-Kostüme anlegen. Zum Beispiel können wir ihn blau machen, damit er mehr zu mir passt. Ja, das hier, das sind halt Kostüme, die man mit den Levels freischaltet. Wir spielen jetzt erst einmal eine Runde gegen Koms. Nehmen wir mal CPU-Level normal. Hier ist nochmal die Erklärung, die große Kirbys rollen schneller, der größte Kirby gewinnt. Das ist das Ziel. Je kleiner du bist, desto länger kannst du schweben. Und man, soweit ich gesehen habe, je größer du bist, desto leichter ist es, die anderen rauszukicken. Sind alle, im Ziel erwarten dich Erdbeerhügel, sind alle drei verspeist, geht der Grand Prix weiter. Also es ist wirklich halt so rennmäßig. Greif deine Rivalen an, um ihre Erdbeeren zu stehlen. Also, es gibt noch Spezialpower, die kann man unterwegs einsammeln und die kann man damit eher aktivieren. Beispielsweise den gut altbekannten Igel. Ja, hier habe ich jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Die Minispiele würde ich auch gerne irgendwann ausprobieren. Zuerst machen wir ein Gourmet Grand Prix. So, Tagesmenü, Donuts, Teestunde, Hamburger und das letzte konnte ich nicht mehr vorlesen. So, jetzt so schnell wie möglich den Erdbeerhügel runter. Das ist die Strecke. Feuer! Da sind noch ein paar Waddles. Geht mir aus dem Weg. Ich brauche das Essen. Aua, aua. Es geht nicht darum, als Erster unten anzukommen. Es hat einen Vorteil, unten schnell anzukommen. Weil man sich dann als Erstes diese Hügel da gönnen kann. So, hier gibt es diese Itemboxen, wo man eine Spezialpower kriegen kann. Nicht unbedingt, aber man kann. Okay, ich habe schon mal 18 von den Dingern. Was denn ich? Eine Kirche. Nein! Ich nehme gerade bewusst so einen Weg. Ja, ich habe eine Power bekommen. Die Tornado Power. Damit kann ich Feinde mobben. Und mir selber gönnen. Tschüss. Autsch. So schnell durch. Oh, Feuerball, tschüss! Also ihr könnt es euch schon denken, man kann ja auch richtige 31er-Moves mit diesen Fähigkeiten machen, ne? Beim Paar habe ich schon im Trailer gesehen, womit man richtig gemein sein kann. Okay, da unten ist die Torte. Geh weg, gönn mir wenigstens das da. Ja, diesmal waren wir echt langsam. Das wird noch besser. So, hüpf in die Tassen und iss Erdbeeren. Geht weg, ihr Fettsäcke! Ja, ich bin gewachsen.
Okay, ich habe noch mal ein paar bekommen. Boah, der Grüne. Erreiche die Erdbehügel so schnell du kannst. Warum starte ich so weit hinten? Ist ja mega gemein. Verzieh dich. Okay, wir haben gut was zu futtern schon. Oh, da ist ein Berg. Oh, lecker, lecker. Verzieh dich! Man kann immer nur eine von diesen Kisten mitnehmen. Aua. Burger. Diesmal versuche ich, mehr auf Erster zu spielen. Nein, ich wollte da oben lang. Okay, ich habe einen Feuerball links. Ja, ja, ja. Okay, momentan bin ich Erster. Nein, 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 nein. Nein, als ob der sich gegönnt hat. Oh, ich habe wieder nur den Zehner. Weil der Pinke im Weg war. Mann. Obwohl ich gewinne die Gourmet Battle Royale. So, jetzt ist es ein Versus-Match. Das weiß ich. Das habe ich schon gesehen. Tschüss. So, tschüss. Hau da ab, das sind meine. Meine Erdbeeren, meine. Oh ja, kick mich halt zu den Erdbeeren rüber. Ist mir auch recht. Nein, 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 nein. Ich will das nicht. Jelly Kirby. Oh, ich bin wieder größer geworden. Tschüss. Oh, jetzt bin ich gerade Erster mit Abstand. Nein, ich wurde weggegrapscht. Immer so viele wie möglich. Boah, die Battle Royale Mende hat es, glaube ich, noch gerettet. Ja, ich habe die meisten Kirschen gegessen. Die meisten Keksgrübelwände und die CPU hat die meisten Snackpowers verwendet. Boah, bin ich fett. Der nächste gewinnt. Kirby sieht glücklich aus. Ja, und mit diesen Gourmet-Rangs entscheidet man sich das alles frei. Wie zum Beispiel jetzt gerade die Schlagsahne. Und Mike Sand applaudiert mir. Feuerrot freigeschaltet. Ja, und dann hier noch diese Nasch-Charaktere. Das ist das Startfeld. Kann ich mein Startfeld anpassen. So, und ich finde, damit haben wir dann für heute auch schon genügend gesehen. Ich kann jetzt drei verschiedene Titel spielen. Ja, das habe ich gespielt. Das wissen wir alle. Ich kann euch ja jetzt hier noch so ein bisschen zeigen. Hier beispielsweise, jetzt könnte ich den König DDD-Anhänger hier anfangs benutzen. Hab jetzt hier halt wieder neue Kostümfarben. Jetzt kann ich hier mit einer Schlagsinne auf dem Kopf rumrennen oder habe jetzt die rote Farbe zur Verfügung. Halt, das alles kann man freischalten. Ich könnte auch über das freie Räume die Strecken angucken. Aber wie gesagt, ich würde das hier für heute beenden. Übrigens, hier werden nur Credits. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!